Bei ihr sorgen gleich zwei Motoren für beste Fahrleistungen. Die C-Klasse Plug-in Hybrid. Sie bauen heute die Bordnetzbatterie aus. Wichtig, kennzeichnen Sie die C-Klasse als Hybridfahrzeug. Los geht's im Kofferraum. Nehmen Sie zuerst die Abdeckung heraus. Dann folgt die restliche Kofferraumverkleidung. Jetzt kommen Sie an die Batterie heran. Trennen Sie die Masseleitung der Bordnetzbatterie. Beim Wiedereinbau befestigen Sie sie mit 6 Newtonmetern Drehmoment. Die Klemme schützen Sie mit einem Kunststoffbeutel. Die Kühlmittelpumpe ist mit 2 Schrauben befestigt. Drehen Sie sie heraus und trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen. Die Pumpe legen Sie zur Seite. Jetzt geht es an den Ausbau des Crashbügels. Haben Sie alle 5 Schrauben herausgedreht, können Sie ihn aus dem Kofferraum nehmen. Beim Einbau befestigen Sie die Schrauben mit 55 Newtonmetern Drehmoment. Auch die Crashstrebe müssen Sie ausbauen. Drehen Sie zuerst die beiden Muttern heraus. Beim Einbau befestigen Sie sie mit 23 Newtonmetern Drehmoment. Es folgen die beiden Schrauben oben auf der Strebe. Drehen Sie sie beim Einbau mit 55 Newtonmetern Drehmoment fest. Fixieren Sie die Strebe mit einem Kunststoffkeil. Da Sie nun an einer Bleigel-Batterie arbeiten, schützen Sie sich mit Säurehandschuhen und Brille. Drehen Sie die Befestigungsschraube der Batterie heraus. Diese befestigen Sie beim Einbau mit 23 Newtonmetern. Die Plusleitung, die an der Karosserie entlang führt, klipsen Sie aus. Dann trennen Sie den Entlüftungsschlauch. Jetzt können Sie die Batterie so weit drehen, dass Sie an den Pluspol herankommen. Nehmen Sie die Abdeckkappe herunter und entfernen Sie die Plusleitung. Befestigen Sie sie beim Wiedereinbau mit 6 Newtonmetern Drehmoment. Dann nehmen Sie die Batterie vorsichtig aus dem Kofferraum. Schützen Sie den Pluspol wieder mit seiner Abdeckung und der Ausbau ist geschafft. Sollten Sie eine neue Batterie einbauen, bestätigen Sie den Batteriewechsel im Steuergerät SAM mit der Star-Diagnosis.